Hallo zusammen, heute aus unserem Seminarraum. Kurzer Schwenk hier. Das aus gutem Grund, denn in 2 Wochen geht es schon wieder los mit dem ersten Seminar hier auf dem Hof. Auch da haben wir noch Plätze frei für Schnellentschlossene und werden dann für November noch weitere Termine anbieten. Da bin ich aber einfach aus zeitlichen Gründen noch nicht dazugekommen. Aber wir freuen uns drauf, dass es jetzt wieder möglich ist, nachdem wir letztes Jahr im Oktober dann irgendwann durch die Corona-Regelungen ausgebremst waren, kann es jetzt wieder losgehen. Und wir freuen uns einfach wahnsinnig drauf, denn nichts ist wichtiger, als dass wir uns um das Thema Boden kümmern. Und dass wir das auch live vor Ort machen. Ja, wir können sehr viel theoretisches Wissen heute digital vermitteln. Das hat uns diese Zeit gezeigt. Aber Sinne wie Schmecken und Riechen, das geht, ich sage zum Glück, digital nicht. Ja. Allein hier jetzt Unterschiede im Boden zu zeigen, das kann ich nur mit den Sinnen, wenn ich es anfasse, wenn ich es sehe, wirklich dreidimensional sehe, wenn ich den Boden rieche, dass ich die Unterschiede merke. Das ist für mich, für meine Familie und mich elementar. Und das ist auch das, was uns jeder der mittlerweile über 500 Teilnehmenden, muss man heute gendergerecht wohl so sagen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an den Seminaren hier auf dem Hof und 200 haben letzten Winter Webinare mitgemacht. Aber die hier auf dem Hof waren, das war unisono die Meinung. Das, was man nachmittags auf dem Feld sieht, das ist das, wo es bei vielen dann Klick macht, ja, was möglich ist. Und worum geht's hier? Ja, es geht darum, dass wir euch Perspektiven zeigen wollen für eure Betriebe. Und das war auch sehr oft das Feedback, insbesondere von der jüngeren Generation. Also jünger heißt für mich unter 30. Wovon ja 50% der Teilnehmer heute bei uns hier unter 30 Jahren waren, die alle sagen, wir wollen eine Perspektive haben für unsere Höfe, die haben wir in der Ausbildung aber nicht bekommen, nicht wirklich, ja, für die aktuellen Herausforderungen, für Klimawandel, für Düngeverordnung, für Pflanzenschutzmittelreduktion, alles, was die Landwirtschaft leisten soll. Wie kann man das schaffen, ohne, ich sag mal, sehr viel Rentabilität zu verlieren. Ja. Und ich glaube, da können wir was zeigen hier. Ja. Und was gehört dazu? Da gehört mal ein paar Grundlagen der Bodenchemie dazu, Bodenbiologie, Bodenphysik natürlich. Das ist es der Rahmen, in dem sich Boden bewegt. Es gehört aber noch viel mehr dazu, um Perspektiven für den Betrieb zu geben. Und ich glaube, wer, wenn nicht wir, die so viel verändert haben, verändern mussten die letzten Jahre und Jahrzehnte, können euch das zeigen, was möglich ist, ja, in welchem Rahmen. Und wenn ihr aktuell schaut, wohin die Düngemittelpreise gehen, wenn man Dünger bekommt, welche Pflanzenschutzmittel sind nächstes Jahr verfügbar, wohin die Dieselpreise im Moment gehen, Saatgut, wenn man es denn bekommt. Ja, das sind alles so Rahmenbedingungen, die sich dieses Jahr drastisch verschärft haben, zusätzlich zu dem, was ich vorher schon gesagt habe, Klimawandel etc., wo wir, wenn wir nichts verändern auf den Betrieben, ganz schnell in die Bredouille kommen. Und ich glaube, da können wir euch hier extrem viel zeigen, auch eigenes Saatgut, Saatgutaufbereitung auf dem Betrieb, was wir dieses Jahr massiv angegangen sind. Und deshalb freuen wir uns auf jede Anmeldung. Schaut einfach auf unsere Website innovativelandwirtschaft.de unter News. Da steht schon mal die Einladung zum aktuellen Seminar und unter Termine dann auch die kommenden Termine. Aber da komme ich erst Ende der Woche dazu. Haben noch ein bisschen was zu tun diese Woche. Grassilage, den letzten Schnitt. Und dann haben wir das Wichtigste geschafft für dieses Jahr. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch, die ganze Familie freut sich auf euch, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr hier zu uns kommt und ich verspreche euch, ihr werdet den Tag nicht bereuen, so wie alle anderen, die schon hier waren.
In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Sonntag und bleibt gesund. Euer Michel. Ciao.